Grüße, schön, dass ihr da seid, Golden News, ein letztes Mal in dieser Woche. Wir haben heute diese Themen für euch. Könnte Italien doch bei der WM dabei sein? Ein Top-Club ist wohl an Joachim Löw interessiert. Antonio Rüdiger erklärt seinen Realtransfer und wechselt Ilkay Gündoğan zum FC Barcelona. Das und mehr jetzt bei den Golden News. Und wir starten mit einem komplizierten Thema. Italien könnte tatsächlich für die WM in Katar nachrücken, denn Ecuador droht der Ausschluss. Das berichtet die Mundo Deportivo. Was ist da los? Also, der chilenische Verband klagt, weil der ecuadorianische Spieler Byron David Castillo kein Ecuadorianer sein soll, sondern Kolumbianer. Laut dem Verband soll er mit gefälschten Dokumenten spielen und nicht 1998, sondern 1995 geboren worden sein. Chiles Anwalt Eduardo Calesso soll die Geburtsurkunde vorliegen haben und auf der soll stehen, dass Castillo gar nicht Byron David, sondern Byron Javier heißt. Und jetzt wird's richtig wild. In Südamerika wird nämlich seit Monaten über den Fall berichtet und ein Reporter will herausgefunden haben, dass dieser Byron Javier von der Geburtsurkunde, von der kolumbianischen Geburtsurkunde, der Bruder von Byron David Castillo ist. Und wenn das stimmt, dann wäre die Sache geklärt. Ein Bruder ist eben in Ecuador geboren und der andere in Kolumbien. Jetzt kommt aber das nächste Problem. Der Bruder ist schon tot und der Vater auch. Und deshalb gibt es niemanden, der diese Geschichte bestätigen kann, denn die beiden haben unterschiedliche Mütter. Chiles Anwalt ist sich jedenfalls sicher, dass die Beweislast ausreicht, um Ecuador auszuschließen. Aber dann wäre die Frage, wer rückt nach? Also Chile hat diese Klage sicherlich nicht ganz uneigennützig eingereicht. Aber sollte die FIFA mit einem südamerikanischen Land gehen, dann wäre der erste Nachrücker, Achtung, Kolumbien. Weil Peru noch in den Playoffs gegen Australien spielt. Erst danach, nach Kolumbien, käme Chile. Oder die FIFA zieht die Weltrangliste als Kriterium heran, dann wäre der erste Nachrücker Italien, denn die stehen da auf Platz 6 und die sind Europameister. Auf Platz 6 wird Antonio Rüdiger am Ende der nächsten Saison sehr wahrscheinlich nicht spielen, der ist nämlich zu Real Madrid gewechselt, auch mit dem FC Bayern ist er in Verbindung gebracht worden, aber Rüdiger hat jetzt in einem Interview mit der Marca verraten, dass Bayern nie wirklich eine Option war. Zitat: Es gab viele Gespräche, aber wenn ich ehrlich bin, habe ich nur Real und Chelsea in Betracht gezogen. Korb. PSG zieht offenbar Joachim Löw als Trainer in Betracht. Das berichtet die Bild. Auch Löw könnte sich ein Engagement vorstellen. Allerdings gibt es aus Paris auch Bedenken, weil Löw das letzte Mal vor 18 Jahren einen Club trainiert hat, Austria Wien. Nämlich Mauricio Pochettinos Vertrag läuft noch bis 2023. Es halten sich hartnäckig Gerüchte um eine Ablösung. Aber durch Löw? Unterdem hat auch Ilkay Gündoğan in der Nationalmannschaft gespielt. Dessen Vertrag bei Manchester City läuft 2023 aus und laut der Bild hat Gündoğan nicht vor, den Vertrag in naher Zukunft zu verlängern. Gündoğan weiß dem Bericht zufolge, dass das die letzte Chance auf einen großen Wechsel sein könnte. Juve und Barca sollen interessiert sein und auch ein Wechsel in diesem Sommer soll nicht kategorisch ausgeschlossen werden. Apropos Barca, da gehen die Vertragsverhandlungen mit Gavi laut Transfer Gott Fabrizio Romano in die heiße Phase. Ein 5-Jahres-Vertrag liegt auf dem Tisch und die Ausstiegsklausel von 50 Millionen wurde entfernt und auf 1 Milliarde angehoben. Klar. Das waren die Goal News für heute. Danke fürs Anschauen und jetzt seid ihr dran. Wo seht ihr Ilkay Gündoğan nach Ablauf seines Vertrags und sollte der Europameister automatisch für die folgende WM qualifiziert sein? Schreibt es in die Kommentare. Ich habe nächste Woche Pause, aber die Goal News gibt es natürlich weiterhin für euch. Bis dann.